Nehmen wir die 2. I understand. Er verzieht das Gesicht, ich verstehe. Look, I appreciate what you did. I just hope he doesn't come back with a bigger army. Ich bin dir natürlich dankbar. Ich hoffe nur, dass er nicht mit einer größeren Armee zurückkommt. Nun leb wohl. Okay. Mit dem Ding musste ich im Hort des Alpindrachen rasten, ja. Und mit dem muss ich im Flug, beim Flugdrachen rasten. Hm. Bezauberung absteigend. Müssten ja irgendwo die Reliquien ziemlich weit oben kommen. Da haben wir nur 2 Stück eigentlich. 3 Stück, okay. Einen Dolch noch, aber den brauchen wir nicht unbedingt. Das ist übrigens die einzige seelengebundene Rüstung, die wir haben. Triumph des Kreuzfahrers. Ja. Und Schadensreaktion durch außergewöhnlich. Die hier müsste auch außergewöhnlich schon sein. Und grundsätzlich ist die hier ja besser. Hat zwar weniger Erholgeschwindigkeit. Macht aber Bewegungsgeschwindigkeit runter. Macht aber plus 2 Gewandtheit statt plus 3 Intellekt. Wobei der plus 3 Intellekt auch nicht schlecht ist. Aber die Schadensreduktion bei der hier wäre halt besser. Und ich könnte hier noch die Verbesserung. Ich habe 5 Barren. Die werde ich auf jeden Fall, sobald wir Eder wieder in der Gruppe haben und uns ordentlich ausgerüstet haben, mal verbraten. Ganz ehrlich, was ich auch mal schnell machen möchte, ist mir ein Achievement holen. So. Ich muss nur ein paar verschiedene Schriftrollen craften dafür. Einfach weil ich gerade so mal dran gedacht habe. Back to warm your hand, Jay. What can I do for you? Top quality. So, Gefolgsmannszeittag, das ist nichts Besonderes. Also Geld sollte das geringste Problem sein. Mein brutaler Krieger ist auch immer noch da. Palegina ist immer noch mit ihrem Auftrag beschäftigt. Ich habe die Kanonen sogar von hier gehört. Wengra hat offenbar jede Menge Spaß. Ja, obwohl Wengra eigentlich gar nicht feuern dürfte. So, dann auf zur Abtei.
Berold, ein edianischer Würdenträger, ist in der Festung erschienen. Er bittet deine Hilfe beim bevorstehenden Treffen mit Vertretern des Fischerkranichstammes im Tainsumpf. Beinahe wurde auf der Straße von Räumen überfallen, doch deine Patrouillen konnten einschreiten. Wie lang ist der Weg bis hierher? Ein Tag und 15 Stunden. Langer Bosk. Ein Zwerg in nichts als ein paar Feststreifen gekleidet, bildet mit jedem Zug an seiner Pfeife seine nackte Brust auf. Du hast einen weiten Weg auf dich genommen, nur ein wenig frische Luft zu schnappen, was? Was tust du hier? Ich genieße das gute Wetter, nur ein bisschen noch. Er lächelt. Eine Wolke aus Rauch und gefrorenem Atem steigt aus seinem Mund auf. Meine Herrin macht Geschäfte mit den Undriten. Wir verschwinden, sobald sie in der Abtei fertig ist. Mir wurde dabei aufgetragen, hier zu bleiben. Sie mögen es nicht, wenn Außenstehende umherwandern. Sie hat mich schon irgendwie verzaubert. Sie sagt, ich würde mich später an nichts erinnern können, aber das Kupfer ist es wert. Sie sagt, ich werde mit vollem Geldbeutel zu Hause aufwachen. Das ist das genaue Gegenteil meines üblichen Morgenrituals und war daher sehr verlockend. Erzähl mir von deiner Herrin. Von welcher? Er lacht und schlägt sich auf die Brust. Ein unterhandener Druck blüht auf seiner Haut auf. Wäre schön, wenn sie Spaß verstünde. Sie ist eine Gabenbringerin, aber sie hat mich gut bezahlt, um sie auf der Reise zu beschützen. Ich will hinein. Ach, er nimmt die Pfeife aus seinem zusammengebissenen Zähnen und deutet mit dem langen Pfeifenschiel auf den Weg. Soweit ich weiß, einfach immer geradeaus. Der mittlere Pfad auf der rechten Seite mit dem kaputten Bogen, wenn sie dich hineinlassen. Und Dritten sind nur zu ihresgleichen einigermaßen freundlich. Meine Herrin ist durch den Torbogen gegangen. Sie hat dort mit einigen Wachen gesprochen. Dann ist sie weitergegangen. Er beißt mit grimmiger Miene auf seine Pfeife. Sie beobachten die anderen Pfade. Wenn sie hier vorbeikommen, werfen sie mir böse Blicke zu. Er grunzt. Als würde ich hier alle für alle sichtbar stehen, wenn ich insgeheim planen würde, mich in ihre verfluchte Kirche zu schleichen. Und was hat eine Abtei schon, das sich zu verstecken lohnt? Mönche? Er grunzt noch einmal und schüttelt den Kopf und murmelt. Wenn ich nur noch ein wenig jünger wäre. Kennst du noch einen anderen Weg? Nein, aber es ist eine Abtei, keine Festung. Ich will wetten, dass sie Löcher hat, wie jedes fette alte Monster. Versorgungswege, Fluchtwege, er zuckt mit den Schultern, als wäre das selbstverständlich. Gewiss, als ich jung war, um es besser zu wissen, habe ich gelegentlich ungebeten alte Gemäuer erkundet und mir ein paar Relikte gegriffen. Sagen wir einfach, wenn eine gewisse Kriegsgöttin ihren Willen bekommt, führe ich mein nächstes Leben als Mistkäfer. Warum hilfst du mir? Er zuckt mir den Schultern. Man sieht es dir an, dass du es brauchst. Und vielleicht gefällt mir etwas an dieser Abtei nicht, als würde sie etwas verbergen. In meinen jüngeren Jahren wäre ich selbst hineingegangen. Und auf Wiedersehen. Wir werden uns wohl nicht noch einmal begegnen. Mit etwas Glück wird meine Herrin bald zurück. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Hard to imagine a whole sect living out here. But I guess that's the point. Es ist schwer, what interest would our quarters hold? Okay, Entschuldigung. Es ist schwer, sich vorzustellen, dass hier eine ganze Sekte lebt, aber genau deshalb haben sie sich wohl hier niedergelassen, sagt Manea. Und jetzt hier Undriten Gezeitenfaust. Selbst unsere Besucher sollen fortgeschickt werden, sagte er. Was soll es in unseren Quartieren Interessantes geben? Our quarters aren't the worry. It's our brothers and sisters below. Unsere Quartiere sind nicht die Sorge, sondern unsere Brüder und Schwestern unter uns. Halt, wer ist da? Kaoto wartet auf mich. Ich bin die Gezeitenbringerin. Ich suche nur den Ausgang. Ich bin nicht zum Plaudern aufgelegt. Ich suche nur den Ausgang. Du darfst nicht hier sein. So wollte ich das nicht. Schön.
Ja, ganz ehrlich, ich will eigentlich gerade keine weitere Göttin auf mich sauer machen. Absolutely. Ja, das kennen wir. Ich rede noch mal mit ihm durch. So, dann machen wir jetzt hier einen Quick Save erstmal. Hard to imagine a whole sect living out here. But I guess that's the point. I should not have peered over the edge. Halt, wer ist da? Ich suche nach dem Ausgang. Du darfst nicht hier sein. Ich hätte nicht über den Rand blicken sollen. Ich konnte keinen Boden sehen. Okay. Also geht's wieder ums gute alte Schleichen. Certainly. Hard to imagine a whole sect living out here. I'll take a look. But I guess that's the point. Ja, selbst unsere Besuche sofort geschickt werden. What interest would our quarters hold? Our quarters aren't the worry. It's our brothers and sisters below. Okay, egal wo ich lang gehe. Und ja, jetzt wollte ich es einfach mal wissen, weil das sollte ja der Haupteingang sein. Folgen wir mal den beiden, die da geredet haben. Vielleicht führen die uns zu einem Eingang. Certainly. Okay, hä? Ich habe doch ein Save gemacht und das geladen, oder nicht? Hard to imagine a whole sect living out here. But I guess that's the point. Hello? Hello? Oh, and if I find something good, you can have half. I should not have peered over the edge. I could see no bottom. Ha! Huh. Perhaps if you pray, the lady will allow you to forget. Okay, die laufen auch, die patrouillieren scheinbar. Also die haben sich gerade über den Boden unterhalten. Oh,
Du stehst am Abgrund einer Schlucht, die der Zahn der Zeit in den Berg gerissen hat, auf welchem die Abtei steht. Aus den Tiefen der Schlucht heulen Winde empor, traurige Lieder, die einen erahnen lassen, welch gewaltiger Sturz hinab in die einsame Dunkelheit führen würde. Umhüllt von Jahrhunderten des Frosts hängt eine riesige Skeletthand, bedrohlich über der Schlucht. Ihre Finger sind in einer schmerzlichen Haltung festgefroren. Das Weiß bewahrt die Todesumstände dieses unbekannten Ortes lange, nachdem das Fleisch verfault ist.